Paper. Ja. Ich bin's wieder, euer Girl. Sascha. Und im Vordergrund, aka im Hintergrund, Pflanzi und seine Freundin. Süßer als so manche YouTube-Beziehung. Das Video wird heute ein bisschen ernster, da ich auch ein ernsteres Thema behandeln werde, was mir ein bisschen am Herzen lag. Auch aufgrund dessen, weil ich vor einigen Wochen ein Interview hatte, was ich auch schon mal in einem Video angesprochen hatte. Ich hatte ein wirklich spannendes Interview, bei dem ich leider nicht zu Wort gekommen bin und ungefähr die ganze Zeit so aussah. Mit Yahoo, beziehungsweise eigentlich mit einer Dame, aber die Produktionsfirma war Yahoo. Und ich muss leider sagen, dass ich von vornherein ein wenig enttäuscht bin. Ich bin auch tatsächlich kein Fan davon, nachträglich etwas sagen zu müssen, aber in dem Interview kam ich ein bisschen wenig zu Wort aufgrund von meiner Partnerin, mit der ich geredet habe, und manchmal wurden auch Themen sofort so schnell umgelenkt, dass ich auch gar nichts dazu sagen konnte. Und im Nachhinein hat mich das wirklich so getriggert, dass ich dachte, okay, ich muss etwas dazu sagen. Deswegen hatte ich auch die Firma angefragt, ob sie mir bitte das Material zur Verfügung stellen können, auf dem ich drauf bin. Das hatte leider ein paar Komplikationen mit sich gebracht, auch weil man Angst hatte, dass ich diese Person fertig machen könnte. Und ich finde es leider ein bisschen schade, dass man so wenig von mir hält, dass es den Anschein macht, dass ich Menschen fertig mache. Weil im Endeffekt mache ich sie nicht fertig, auch wenn ich mich in einer humoristischen Art und Weise über sie lustig mache in manchen Situationen. Und gerade in solchen Fällen wie Erdem oder Jüstra habe ich sie nicht fertig gemacht, sondern aufgrund von einer Datenbasis reviewed, aufgrund von Fakten und einer langen Recherche habe ich das gemacht. Und ich habe in meiner Ansicht niemanden fertig gemacht. Jetzt wurde mir zwar gesagt, dass ich das Material trotzdem nicht zur Verfügung gestellt bekomme. Ich aber einzelne Ausschnitte davon nehmen darf. Es schließt sich mir im Endeffekt ehrlich gesagt nicht. Aber gut, ich hoffe, dass das Video hier nicht runtergenommen wird, weil ich auch ehrlich gesagt nicht weiß, wie viele Ausschnitte ich nehmen darf. Ich habe das Video runtergekürzt und möchte zu den wichtigsten Aussagen was sagen. Ihr könnt aber das Originalinterview in meiner Infobox sehen, damit ihr auch nicht denkt, dass ich irgendwas falsch dargestellt habe oder falsch geschnitten habe, denn da bin ich nicht der Typ für. Das Interview hatte das Thema Selbstakzeptanz, Selbstliebe, Body Positivity. Auch wenn es einige von euch vielleicht nicht wissen, habe ich vor 3 Jahren circa eine Brust-OP gehabt. Ich habe dann dazu ein Video gemacht, weil ich einfach transparent sein wollte, auch wenn ich keinem eine Rechenschaft schuldig war, wollte ich einfach gerne darüber berichten, warum ich vor einem in so einem jungen Alter mir die Brust habe straffen lassen. Und deswegen werde ich des Öfteren vielleicht 3-mal oder so jetzt in meinem Leben, aber alle 3 Male hatten einen Bezug auf meine Brust-OP. Ja, finde es auch ein bisschen blöd, weil ich halt meistens immer darauf reduziert werde. Bin jetzt nicht die Sprecherin von Deutschland für alle Brust-OPs und auch nicht die Repräsentantin für irgendwelche OPs. Aber naja, anscheinend werde ich gerne damit konfrontiert und verbunden und deswegen werde ich des Öfteren dazu eingeladen. Deswegen Body Positivity, Alter, was für ein langes Intro! Und dann wurde eine andere Person eingeladen, und zwar die Jules, aka Julia Krämer, wenn ich mich nicht irre. Ich komme aus Hamburg und ich bin Plus-Size-Bloggerin. Ich habe euch einige Zusammenschnitte aus dem Video runtergekürzt, um euch zu verdeutlichen, was mich genau in diesem Interview gestört hat, was für Fakten gedroppt wurden, die mir ehrlich gesagt nicht gepasst haben. Auch wenn es nicht alles ist, auch wenn es ein bisschen gekürzt wurde. In manchen Dingen möchte ich trotzdem gerne etwas dazu sagen, weil das hier mein Kanal ist. Wisst ihr, ich rede gerade zu ernst, deswegen muss ich mal ab und zu dazwischen ein bisschen lauter reden, damit ihr auch mal wieder aufwacht, ne? Ja, fangen wir doch an. Wie viel Fake bringt Social Media mit sich? Apropos Social Media, folgt gerne auf meinem Instagram-Kanal, da passiert absolut nichts, aber ab und zu passiert da doch was und das wollt ihr nicht verpassen. Wieso ist das Selbstwertgefühl oft so stark an die äußere Erscheinung gekoppelt? Im Endeffekt sind wir darauf gekommen, dass Frauen, beziehungsweise Jules ist darauf gekommen, dass Mädchen allgemein von der Erziehung her ganz anders erzogen werden als Männer. Ja, natürlich werden die so erzogen, aber sie werden in so eine Art Rollenbild gepusht. Bei uns Mädels ist es von klein auf schon so, dass bei uns immer geguckt wird, sind wir dünn genug, sind wir schlank genug, sind wir schön genug, dass wir Mädels eigentlich immer nur an diesen Parametern gemessen werden, wohingegen Jungs ganz oft so, was hast du denn für Interessen, welche Stärken hast du? Und da fängt bereits mein erstes Problem an, und zwar meiner Meinung nach ist es nicht so, dass Mädchen nur von diesem Aussehensproblem betroffen sind, da genauso auch Männer von diesem Problem betroffen sind. In Sachen wie, du musst stark sein, du sollst kein Lauch sein. In jedem einzelnen Film werden meistens immer muskulöse Männer genommen, die auch für Stärke stehen. Sexiness wird in Filmen bei Männern immer an einem Sixpack gemessen und daran, dass er groß ist. Und ich finde, dass Männer genau unter so einem Druck stehen, die Frauen wie Mädchen gut auszusehen, auch
in der Pubertät und im Erwachsenenalter. Und ich finde es schade, dass man so ein großes Thema nur auf Frauen reduziert und dabei gleichzeitig meiner Meinung nach ein bisschen sexistisch ist. Auch wenn sie aufbröselt, dass natürlich auch Männer von diesem Problem betroffen sind, wird sich durch dieses Video ständig ein roter Faden von Sexismus durchziehen. Meiner Meinung nach. Ich finde, wenn man ein Schubladendenken abschaffen möchte, dass Dicke nicht diskriminiert werden sollen aufgrund von ihrem Aussehen, sollte man auch andere Schubladen abschaffen, wie zum Beispiel diesen Mann-Frau-Konflikt. Also es ist Fakt, da gibt es ja Studien zu. Ich habe mich da in der Tiefe informiert. Da gibt es eine Studie dazu. Ist genauso, als würde ich sagen, ey, große Männer sind besser im Bett. Das ist Fakt. Also es ist Fakt, da gibt es ja Studien zu. Das repräsentiert nicht alles auf der Welt. Sollte man das auch nicht so krass pauschalisieren? Nein, das ist nicht pauschalisiert. Das ist ja ein patriarchale Strukturen, in denen wir einfach leben. Und das ist einfach ein Fakt. Also finde ich auch leider sehr schade, dass man mir ständig ins Wort fallen musste. Wir leben in einem Patriarchat, ist aber jetzt trotzdem nicht der Beleg für alles, was sie gesagt hat. Natürlich haben es Männer aufgrund dieser Struktur auch nicht einfach, weil die kriegen von Anfang an gesagt so, hey, du musst stark sein, du darfst keine Gefühle zulassen. Und das wird gar nicht so oft kritisiert. Genau, das muss mega kritisiert werden, weil es total wichtig, weil gerade es ist super wichtig, dass jeder von uns Emotionen zulässt. Ich würde mir so wünschen, dass wir zum Beispiel schon in der Schule lernen, wie man mit Gefühlen umgeht. Das ist noch so eine Sache. Was soll man eigentlich noch alles in der Schule lernen? Entschuldigung, habe ich etwas nicht mitbekommen? Sind Lehrer vielleicht die neuen Erziehungsberechtigten in der Kindheit? Ich habe mir hier meine Seite angeschaut. Ich will hier echt nicht böse klingen, ne? Aber für Ernährung sind die Eltern verantwortlich. Die ernähren dich. Die setzen dir das Essen vom Tisch. Muss ich wirklich noch von den Lehrern beigebracht bekommen, wie man sich richtig ernährt? Ich weiß, es gibt viele Diskussionen immer darüber, was man alles in der Schule lernen soll. Natürlich ist Gedichtsanalyse dumm und braucht niemand. Aber ständig alles immer auf die Schule zu schieben, dass du nicht gelernt hast, wie man da Steuern macht. Du lernst doch aber die Grundtechniken in Mathematik. Wenn du kein Formular ausfüllen kannst, dann geh auf Google. Wir leben in der einfachsten Zeit der Welt, wo du dir wirklich Wissen innerhalb von Sekunden zulegen kannst und dich dann ernsthaft noch die ganze Zeit darüber beschweren zu müssen. Aber ich habe das nicht gelernt in der Schule. Und keiner hat mir beigebracht, wie ich meine Gefühle ausdrücke. Ich weiß. Selbstständig sein ist schwer. Auch ist es schwer, sich selbst den Arsch abzuwischen. Aber irgendwann muss man doch mal erwachsen werden und statt ständig rumzuheulen, vielleicht auch einmal mal versuchen, selbst was in die Hand zu nehmen und es selbst auszuprobieren. Die Lehrer sind sowieso schon überfordert mit ihrem Leben durch irgendwelche Kiddies, die stressen. Und da erwarten die ernsthaft noch, dass die noch mehr ihren Lehrplan mit aufnehmen. Ich brauche erstmal mal einen Beruhigungstee. OPs und Eingriffe für einen selber oder für das gesellschaftliche Ideal? Kommen wir mal wieder zu so einer typischen Frage, die oft Frauen gestellt wird, die sich operieren lassen. Aber hast du dich denn selber doch schon hinterfragt, woher kommt das? Was ist das, was mich unglücklich macht? Ist vielleicht ein Trauma dahinter? Dass ich das unbedingt machen möchte, auch schon so in so jungen Jahren? Ja, ich fand's nicht schön. Das ist ganz einfach. Was mir halt immer nur mega leid tut und mega, was ich mega schmerzhaft finde, weil ich ganz oft Menschen sehe, die haben, wenn sie so ihre Geschichte mal offenlegen, dann siehst du ganz oft, dass die irgendwann mal eine traumatische Erfahrung in ihrem Leben gemacht haben und die verunstalten. So, ja. Und die nicht, na, verunstalten tut mir voll leid, das ist ein super falscher Begriff. Aber ja, ich lerne immer noch selber um. Und ich finde es auch ehrlich gesagt ein bisschen schade, dass Frauen auch immer unterstellt wird, dass sie nicht weit genug denken können oder dass sie nicht eigenständig denken können, dass sie immer einen Druck von der Gesellschaft bekommen und deswegen sich einem bestimmten Ideal fügen müssen. Und aber die operieren sich so, dass sie sich halt, dass man sie sich, dass man sie sich nicht mehr, dass man sie nicht mehr erkennt. Und da frage ich mich dann so, wäre es nicht gut gewesen, sich da mal zu hinterfragen oder eine Therapie zu machen und zu reflektieren? Und deswegen sich operieren lassen, weil man das ja meistens nur für die anderen macht und sich sozusagen einem Druck beugt. Sollte ich nicht erstmal gucken, woher kommt's und komme ich damit doch noch klar oder beuge ich mich diesem Druck, den wir da haben? Und im Endeffekt ist es halt schade, weil das eigenständige Denken wird von Frauen dadurch runtergemacht. Und das ist auch der nächste Punkt, der mich ein bisschen gestört hat, dass man sagt, okay, es ist von jedem die Sache persönlich und gerade wenn man so eine Meinung vertritt, Plus als Vloggerin, sie möchte, dass man sie akzeptiert und dass nicht immer auf ihr Aussehen reduziert wird und dass die Leute nicht ihr Übergewicht kommentieren müssen, aber dann gleichzeitig zu sagen, ja, es tut mir ja so leid, wenn die Leute sich verunstalten in dem Sinne, warum hinterfragen die das denn nicht, warum machen die denn nicht zum Beispiel eine Therapie? Nicht jeder Mensch, der sich operiert, ist gleich Michael Jackson und braucht eine Therapie. Genau, wir alle sollten uns einfach nicht anmaßen, über andere Menschen zu urteilen, wenn wir ihre Geschichte nicht kennen und selbst dann sollten wir uns einfach nicht anmaßen, über andere Menschen zu urteilen. Also das ist
so meins, was ich mir wünsche. Genau, dann sollten wir uns nicht anmaßen, über Menschen zu urteilen. Muss man sich schön fühlen, um glücklich zu sein im Leben? Bei mir ist es tatsächlich so, durch meine Figur und so, als dicker Mensch wirst du ganz oft eh nicht wahrgenommen, ja. Und wenn ich mich schminke und so, dann habe ich eine andere Ausstrahlung und dann werde ich viel eher wahrgenommen. Auf jeden Fall, also es ist tatsächlich so. Denn diese Aussage, als dicker wirst du wegignoriert, du wirst weggedacht, du wirst nicht wahrgenommen, kann ich mir vorstellen, dass das nicht alle so sehen. Ich sag doch auch nicht, Leute mit blauen Augen kommen immer bei Männern besser an. Das wäre auch eine Mutmaßung und stimmt nicht. Oder doch? Ja, das ist voll schwer wahrscheinlich für dich nachvollziehbar, weil du das ja noch nie erlebt hast. Auch finde ich es halt ein bisschen schade, dass man zu mir sagt, ja, du kennst das ja nicht. Auch wurde oft in diesem Video gesagt, du bist weiß und privilegiert. Ich glaube, sie ist auch weiß, oder irre ich mich jetzt? Dieses privilegiert und schlank, ich glaube nicht, dass das Privilegierte unbedingt vom Schlanksein abhängt, meiner Meinung nach. Außerdem, warum muss ich das jetzt nicht kennen? Ich meine, nicht nur Übergewichtige werden ausgeschlossen, ihrer Meinung nach, und bestimmt kommt das in sehr vielen Kreisen vor, aber auch sozial schwache Menschen werden ausgeschlossen. Okay, aber die kennen das ja gar nicht, wie das ist, wenn man richtig ausgeschlossen wird, weil die sind nicht übergewichtig, die sind nur arm. Und auch im Endeffekt weiß sie nicht, was ich vielleicht in meinem Leben durchgemacht habe. Gerade war es für mich damals sehr schwierig, als ich nach Deutschland gekommen bin und kein Deutsch konnte, wurde ich auch in gewissen Dingen schon ausgegrenzt in der Grundschule, weil ich mich nicht verständigen konnte. Und das war für mich auch schwierig. Und nur weil ich schlank bin, kann ich sowas nicht verstehen. Es gibt tausend andere Gründe, warum man ausgeschlossen werden kann. Oder auch beim Dating immer dieses, dass Frauen dann ins Profil schreiben, bitte keinen kleineren Mann. Und ich denke mir so, oh, was ist denn das Problem, wenn man sich auf Augenhöhe rein geistig trifft, dann ist doch die Körpergröße doch total egal. Ist ja in dem Fall natürlich die Vorliebe. Aber dann auch immer wieder fragen, woher kommt diese Vorliebe? Ist das nicht diese Unsicherheit, die man in dieser Gesellschaft durch Filme etc. immer wieder mitbekommen vielleicht, hat? Ja. Natürlich, weißt du, auch unsere Idealpartner etc., die suchen wir uns eigentlich nur zusammen aus Sachen, die wir irgendwann mal in den Medien aufgeschnappt haben. Diese Aussage wurde gedroppt und ich hatte nicht mal eine Möglichkeit, darauf zu antworten, weil es sofort weitergeschoben wurde. In meinem ganzen Leben habe ich noch nie gehört, dass man sich seinen Partner nach seinem Film aussucht, nach den Medien. Ja, die wird in den Medien vermittelt, ein Sixpack ist sexy und durchtrainierte große Männer sind sexy. Im Endeffekt stehe ich aber nicht darauf, auch wenn es mir mein ganzes Leben lang vermittelt wird, ich stehe nicht darauf. Und das ist nochmal der springende Punkt, das eigenständige Denken wird hier heruntergewertet und es wird gesagt, du lässt dich so krass von den Medien beeinflussen, durch Filme und andere Serien oder was auch immer, dass du nicht eigenständig denken kannst, was hier meiner Meinung nach ein Fehler ist. Wenn man sagt, okay, du bestimmst deine Partner mal nach deiner Kindheit, nach deiner Erziehung, nach dem Verhältnis zu deinem Vater, kann ich doch alles verstehen. Aber wenn ich einen Massimo im 365i-Film sehe, denke ich mir noch nicht so, oh, jetzt brauche ich einen Mann, der so aussieht. Das ist kompletter Bullshit. Und sowas zu droppen, geht nicht fit. Oh ja, mein Beruhigungstee. Wenn wir uns angucken, so ich glaube in den 60er Jahren, da wurde der erste Rasierer oder so in der Werbung vorgestellt. Mhm. Und ab dann, also vorher waren Frauen auch behaart wie Männer und da war das gar kein Problem. Aber Männer haben einen Rasierer erfunden und wollten den halt an Frauen verkaufen. Und dann wurden Frauen auf einmal da so dazu gebracht, sich unwohl mit Körperbehaarung zu fühlen, damit die ihren Rasierer verkaufen. Erstens mal sollte man, wenn man Sachen sagt, sich darüber informieren, ob es auch wirklich stimmt. Nein, es wurde nicht in den 60er Jahren erfunden, ein Rasierer wurde, wie ich das jetzt hier herausgefunden habe, durch ein, zwei Klicks, wurde 1915, ein Elektrorasierer 1915 erfunden. Zur Rasurgeschichte selber, Leute, da kann man in die Antike, ins Ägypten, ins Griechenland zurückgehen und da findet schon Rasur statt. Rasur hat viele andere Hintergründe, wie auch religiöse Hintergründe, weil es einfach als etwas Sauberes gilt, auch wenn es mit Hygiene jetzt nicht unfassbar viel zu tun hat. Und dann sowas zu sagen, wie dass Rasierer nur erfunden wurden, damit Frauen sich rasieren und deswegen Männer mal wieder ihren Willen durchsetzen können. Also das, also Entschuldigung, aber warum informiert man sich nicht vorher? Und warum will man hier wieder Männer als die Bösen darstellen? So, nicht alle Männer in der Geschichte sind böse. Rasierer wurden nicht erfunden, um Frauen zu unterdrücken. Ich finde, man sollte nicht wirklich etwas anschneiden, bevor man keine Ahnung hat. Ne, das Team hier, die Männer, wie viel Zeit haben die im Bad morgens verbracht und wie viel wir? Darf man nicht pauschalisieren hier. Na komm. Also wir können ja, Jungs. Nee, ich finde, also wenn man schon so denkt,
dann darf man auch nicht gegenüber Männern irgendwie so sein. Das, nein, aber ich sag ja, dass es ein strukturelles Ding ist. Ich sag ja nicht, dass das hier von den Männern, also pro, ne? Ich gehe ja nicht auf die einzelnen Männer hier ein. Ich sag nur, wenn wir jetzt mal gucken würden im Schnitt. Auch wieder so ein Punkt, der sich meiner Meinung nach nicht da drin äußern dürfte. Denn Schubladendenken ist das wieder, was nicht hier vorkommen sollte. Denn zu sagen, Männer brauchen weniger Zeit im Bad, ist kein erwiesener Fakt. Es ist wahrscheinlich, vielleicht gibt es Studien dafür, vielleicht haben es Leute versucht. Ich habe hier auch sogar ein Bild dazu gefunden. Im Endeffekt unterscheidet es sich nicht so krass diesem Bild nach. Dann verbringen wir Frauen schon mehr Zeit, weil wir darauf getrimmt sind, dass wir schön aussehen müssen. Männer sind auch darauf getrimmt, schön aussehen zu müssen. Männer müssen in manchen Berufen Anzüge tragen. Männer müssen ihren Bart abrasieren. Wow, breaking news. Männer müssen einen gepflegten Haarschnitt haben. Wirklich, sagt man da nicht auch, Männer sind getrimmt, schön auszusehen, damit sie für den Kunden repräsentativ sind, für die Firma. Da, dass man da nicht darauf eingeht und wieder nur sagt, Frauen sind getrimmt, schön auszusehen, ist für mich einfach frech und ist nur eine Mutmaßung. Ich finde, man sollte nicht so kategorisieren. Inwiefern hat oder beeinflusst immer noch das eigene Körpergefühl Bereiche eures Lebens? Könnte da jetzt noch, glaube ich, 2 Stunden zu reden, weil bei mir ist ja dieses ganze Diskriminierungsthema so, wenn du dick bist in dieser Gesellschaft, wirst du strukturell einfach immer wieder ausgeschlossen, diskriminiert. Menschen sagen mir, das darfst du essen, das darfst du nicht essen. Das ist die Meinung der anderen. Das, Und jetzt habe ich einen schlauen Rat abgelassen, der Jules nicht so gefallen hat. Ja, musst du rüberstehen. Ne? Weißt du, ich kriege ja auch Kommentare auf YouTube. Ja, aber auch auf der Straße. Und dass dir Leute in dein Essen reinreden, dass dir Leute Diät-Tipps auf der Straße geben oder im echten Leben oder dass dir ein Job verwehrt wird. Also deswegen, also ich kann mich da gar nicht so von komplett rausziehen, das ist einfach schwierig. Ich antworte darauf hin, dass ich auch schlechte Kommentare bei YouTube bekomme. Es wird sich manchmal über mein Aussehen lustig gemacht, über mein Ohr, über Sachen, die ich sage oder vielleicht auch sowas wie meine Brust-OP, dass mir unterstellt wird, dass ich dumm bin. Also ich kenne das auch, wenn Leute sich über mein Aussehen lustig machen, tatsächlich, wow. Aber es ist dann nicht schlimm genug. Natürlich ist es nicht dasselbe wie etwas ins Gesicht sagen, auch wenn ich auch schon mal schlechte Sachen ins Gesicht gesagt bekommen habe. Aber wahrscheinlich ist es auch einfach nicht dasselbe, weil ich bin weiß und privilegiert und schlank und deswegen kann ich einfach nichts nachvollziehen. Arschlöcher wird es immer geben, ne? Ja, aber müssen wir das dulden? Nö. Man kann ja dran arbeiten. Ja, ist auch so. Genau, und Schwimmbad muss ich sagen. Aber manchmal muss man auch drüberstehen. Manchmal muss man einfach drüberstehen. Man kann nicht jeden dazu bekehren, vernünftig zu denken. Und das ist das, was ich damit gemeint habe. Du kannst nicht jeden ausrotten, der so denkt. Das, was du machst, ist jetzt gerade so ein bisschen so dieses Verharmlosen. Also nee, ich will gar nichts verharmlosen. Und das ist jetzt etwas, wo ich halt gar nicht mit klarkomme, dass mir unterstellt wird, dass ich etwas verharmlosen würde. Ich meine, im Endeffekt verharmlost sie auch das Übergewicht, dass es einfach ungesund ist. Und dass es nicht gut ist für dein Herz, für deine Gelenke und auch viele andere Krankheiten befördern. Aber ich habe auch nicht in dem Moment gesagt, Alter, wenn du dich selbst akzeptierst und einfach so bleiben willst, wie du willst, verharmlost du Fettleibigkeit. Thema Vergleichen ist auch ganz spannend. Mhm. Man sollte sich selbst reflektieren, warum vergleicht man sich überhaupt? Ja. Weil man schneidet ja eh nur schlecht ab. Zum Beispiel deine Körperform wahrscheinlich nie im Leben erreichen würde, auch wenn ich den gleichen Sport machen würde, das gleiche essen würde. Doch, ich bin der Meinung, weil sie keine Krankheit hat, wenn sie sich so ernähren würde wie ich und so Sport treiben würde wie ich, würde sie meine Körperform erreichen. Du könntest die Figur erreichen, die ich habe. Du musst es nicht. Keiner schreibt es dir vor. Aber sich selbst so runterzubuttern und zu sagen, ja, ich werde das wahrscheinlich niemals erreichen, das ist ja falsch. Und deswegen habe ich mir auch noch ein anderes Video rausgesucht. Das wird jetzt ganz schnell gehen, Leute, keine Sorge. Und zwar wurde Jules in einem anderen Interview befragt, ob sie denn sich den gesundheitlichen Risiken bewusst ist, die sie damit vermittelt, wenn sie sagt, okay, Plus Size, Body Positivity und akzeptiert euch so selbst, wie ihr seid. Da habe ich mir einen Ausschnitt ausgesucht, den ich euch gerne zeigen möchte. Inwieweit bist du dir deiner Verantwortung auch bewusst, dass du da im Zweifel vielleicht ein Körperideal anfeuerst, was medizinisch problematisch sein könnte. Woher will jemand wissen, ne, dass man gesund ist? Weil es sowas wie einen gesunden Bauchumfang gibt. Ich rede extra nämlich von BMI, weil BMI mittlerweile überholt ist. Es repräsentiert nicht wirklich zum Beispiel die Muskelmasse in deinem Körper. Wenn du etwas mehr wiegst, aber es Muskeln sind, hast du auch automatisch einen höheren BMI und wirst irgendwie unter fettleibig eingeschätzt, was aber nicht richtig ist. Aber wenn du zum Beispiel einen bestimmten Bauchumfang hast und das überschritten wird, wird dein Risiko größer, dass du Krankheiten wie Diabetes und Herzkrankheiten und Gelenkprobleme bekommst. Denn das ist irgendwann nicht mehr gesund und das ist das, was oft vernachlässigt wird und was sie auch gar nicht so aufklärt in dem Video, sondern sie versucht, sich zu rechtfertigen,
deswegen in einem anderen Sinne. Natürlich ist auch nicht jemand, der schlank ist, automatisch gesund. Und es ist auch in Ordnung, 15 Kilo mal zu viel zu haben, wenn es in einem ordentlichen Rahmen ist. Natürlich ist die Körperakzeptanz wichtig. Natürlich musst du dich selbst akzeptieren. Ich meine, du hast dich ja dein ganzes Leben. Aber Selbstakzeptanz heißt nicht, dass du ständig auf einem Punkt stehen bleiben musst. Vor allem, wenn es gesundheitlich nicht in Ordnung ist. Nur weil ich mich jetzt im Internet so zeige, heißt das ja nicht, dass ich, dass alle anderen mir das nacheifern. Sie sagt zwar, dass sie nicht andere dazu animiert, dick sein zu wollen, aber in unserem Interview sagt sie ja auch, dass sie gerade Profile wie mich nicht abonnieren würde, weil sie eben nicht zu ihr passen und sie sich eher Profile suchen würde, die ihrer Körperform entsprechen. Weißt du, und deswegen suche ich nur noch Beispiele, die mir oder meiner Körperform ähnlich sind. Ich will jetzt nicht sagen, dass ein paar Pfunde zu viel als nicht normal angesehen werden sollten. Aber wie gesagt, wenn man für ein Übergewicht etwas kann, und ich sage bewusst etwas kann, nicht zum Beispiel, wenn man Antidepressiva einnimmt und nichts dafür kann oder wenn man eine Krankheit hat, dann sollte man versuchen, das Beste aus sich rauszuholen und das Beste für seine Gesundheit rauszuholen. Dadurch, dass man seinen Körper kennenlernt, ist man sich ja darüber bewusst, dass man Übergewicht hat und dass man sich sehr gut um sich selbst kümmern sollte. Du brauchst nicht deinen Körper zu akzeptieren, um rauszufinden, dass du übergewichtig bist. Meiner Meinung nach ist auch in diesem Video viel an Sexismus rauszuhören, gerade weil sie auch diese Themen viel auf Frauen bezieht, eigentlich nur auf Frauen. Ich habe mich jetzt nicht mit ihrem ganzen Leben auseinandergesetzt, aber gerade weil sie so eine Kampagne wie Respect My Size geschaltet hat, waren da zum Beispiel nur Frauen zu sehen. Da hätte man zum Beispiel auch Männer mit einspielen lassen können, weil Männer genauso von solchen Problemen betroffen sind. Aber hier wird der Fokus immer auf Frauen gelegt. Und ich weiß nicht, ob ich es vielleicht gerade so rüberbringen konnte, dass man mich versteht und dass man mich nicht als irgendwie fettfeindlich oder so ansieht. Auf gar keinen Fall. Es stört mich nicht und es interessiert mich auch ehrlich gesagt nicht, wer übergewichtig ist und wer nicht. Gerade weil wir dieses Interview hatten und so viel von Selbstakzeptanz geredet wird und dass man mit Schubladendenken aufräumen will, bin ich auch der Meinung, dass man, wenn man mit Schubladendenken aufräumen will, gerade auch diese Schubladen hier wegmacht. Also das geht einfach nicht in Ordnung. Und natürlich, ich muss es gar nicht in diesem Video erwähnt haben, ist Beleidigung nicht in Ordnung. Es sollte keiner beleidigt werden. Und was mich auch ein bisschen gestört hat, war, es gibt ja auch Skinny-Shaming und wir hatten das auch ganz kurz im Video angesprochen. Und da wurde mir gesagt, dass Skinny-Shaming ja nur Beleidigung ist. Wenn Leute ein bisschen fülliger sind oder ein bisschen dünner, auch ein Ding, ne? Eigentlich, das haben wir gar nicht so thematisiert, wenn Leute dünner sind und nicht zunehmen können, werden die genauso kritisiert. Eben. Müll. Es ist aber nicht so diskriminierend. Also es ist eine andere, es ist beleidigend, aber nicht diskriminierend, strukturell diskriminierend. Bei dünnen Leuten wird auch oft genug in ihre Ernährung reingesprochen und denen wird gesagt, iss doch mal mehr, damit du mehr zunehmen kannst. Da frage ich mich natürlich, wo der Unterschied ist. Okay, vielleicht werden dickere Leute ausgeschlossen von, keine Ahnung, von Jobs. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass genauso extrem dünne Leute auch von Jobs wie zum Beispiel schwerer Arbeit ausgeschlossen werden, wenn die sich da bewerben würden. Ich hoffe, dass ich mich deutlich ausdrücken konnte und dass ich meine Bedenken geben konnte. Aber es ist meine Meinung und diese Meinung konnte ich nicht öffentlich kundtun, weil ich halt, wie gesagt, manchmal unterbrochen wurde. Ich hatte auch das Gefühl, manchmal wurde ich nicht ernst genommen in meiner Meinung oder meine Meinung wurde ein bisschen herabgewürdigt, weil ich eben schlank bin. Ja, da habe ich mich halt ein bisschen nicht verstanden gefühlt. Diskriminierung ist in allen Fällen schlecht, egal ob schwarz, weiß, dick, dünn. Es ist immer schlecht und Leute sollten nicht auf öffentlicher Straße beleidigt werden. Und rational denkende Menschen verstehen das. Und es gibt auch immer diese Vollidioten, die es nicht verstehen. In manchen Fällen muss man drüber stehen, in manchen Fällen muss man was machen. Natürlich ist es cool, dass es Leute wie sie gibt, die sich für diese Gruppe einsetzen. Aber wie gesagt, man muss auch dabei andere Dinge vermitteln können. Und das kommt meiner Meinung nach ein bisschen zu kurz. Und das war's aus dem Studio. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen über einen Daumen nach oben. Ihr konntet heute wieder eine tolle Show von mir genießen, die hoffentlich gut rübergebracht wurde. Das Video wird lang. Gerne könnt ihr mich abonnieren, denn ich habe schon ein spannendes Video für euch geplant. Und dann sehen wir uns wieder nächste Woche. Euer Girl, Sascha. Und die zwei Hauptcharaktere in diesem Video. Macht's gut, Leute.